Heute reden wir über 10 Dinge, die man niemals in Thailand tun sollte. Besonders wenn man hier in Urlaub ist und noch viel weniger, wenn man hier langfristig lebt. Das sind alles so Dinge, die sehr unhöflich, respektlos sind oder das Thailänder empfinden oder auch Dinge, wofür man ins Gefängnis gehen kann. Also dranbleiben. Nummer 1. Das ist natürlich so. Die Thais haben es definitiv nicht wie Europäer oder Südländer. Die Thais mögen keinen Körperkontakt. So, the people here in Thailand, so body near, don't like it. Ne? Yes. Or can you go to Thai people and say, hey, check in. Yes. What the Thai people doing? Only say hi. Yeah. I think here in Thailand all the people like it to touch. And das ist so in Thailand, also versucht bitte nicht, auch wenn ihr den Thai etwas besser kennt, ihn irgendwie zu berühren, umarmen. Das finden die sehr, sehr unangenehm. Und was für ein Thai ein Tabu ist, ein absolutes Tabu, auch vielleicht beachten, nicht bei Kindern machen. Don't please touch on the hand. Yes, ne? Don't do that. Das ist wirklich, also selbst wenn ihr das bei Kindern macht, die Kinder sind das vielleicht nur bei only, only sometimes when Finn said and you. Aber very, very close and you know that. Ne? Aber das ist wirklich, selbst wenn ihr das bei Kindern macht, die gucken euch wahrscheinlich an, als hättet ihr ihnen das Spielzeug weggenommen oder was Schlimmeres. Also wie gesagt, das bitte nicht machen. Nummer 2. Ganz korrekt. Hey, where's the dog from you and me? No, we have no dog. Why? I like dog. Can I help you, ne? Yes, can I. Also, das ist ganz anders wie in Deutschland, sofern es mir bekannt ist. Tierhaltung in Miets, Wohnungen, Apartment, Condo ist streng verboten hier in Thailand. Wie es in einer Mietwohnung aussieht, how is when you rent a house, maybe you, yes. You have to clear it with the owner, ne? Yes, I think. Yes. You can, the Mort's Lin Hao can talk with the owner. Und die Thais, die Condor-Besitzer, die kennen da auch keinen Spaß. Ich habe das selbst an eigenem Leib nicht gespürt, sondern gesehen. Ich hatte in Bangkok einen Nachbarn direkt nebenan. Das war so ein junges Pärchen, die kam aus Malaysia. Und das habe ich ja später erfahren. Ich kam dann eines Tages von der Sprachschule nach Hause mit meinem Motorrad und sah schon am Eingang sehr viel Polizei und also gemixt normale Polizei und auch quasi Ausländerpolizei, sprich Immigration Police. Dann ging ich quasi zu meinem Raum hochgefahren mit dem Fahrstuhl und dann sah ich so direkt vor meiner Eingangstür, also auch nebenan, stand da ganz viel Polizei mit dem Manager und auch, da war sogar ein Kamerateam vom Fernsehen dabei, die wollten das halt filmen, weil die mitbekommen haben, dass mein Nachbar, der aus Malaysia kam, oder das Pärchen, einen Hund in der Wohnung hatten. Also, wie gesagt, da kennen die keinen Spaß, also macht sowas nicht. Die rufen sofort die Polizei und ihr werdet auch mitgenommen. Wie da die Strafen sind, das weiß ich persönlich gerade nicht. Nummer 3. Mersam. Correct. Oh, baby. After video, want to smoking on cigarette? Where my cigarette? No, you cannot smoking. But outside I can, ne? Yeah, you can. Outside. Yeah. Also. Only some apartment, not all. Ja. Also ganz, ganz wichtig für die Raucher, die vielleicht auswandern wollen. Für euch ist das hier in Thailand kein Paradies. Also, sofern ich weiß, in sämtlichen Mietshäusern, Miets, Wohnung, Apartment, Condo ist Rauchen komplett verboten. Ne, you cannot do that. Yes. Ne? Und wie man wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich habe da nichts im Internet gefunden, wie man das an den Haustieren merkt, wenn man sich nicht benimmt. Wie gesagt, die Manager, je nachdem, obwohl meiner sehr freundlich gewesen ist, die Manager, die kennen da keinen Spaß, die rufen sofort die Polizei und dann habt ihr das Problem. Ne? Also wie gesagt, meistens auf dem Balkon ist es erlaubt, aber in der Wohnung, im Apartment, ist Rauchen hier in Thailand komplett verboten. Ne? Yes. Number 5.
Das wird auch den meisten bekannt sein, die hier länger in Thailand leben. Ich meine, das ist auch etwas, was, glaube ich, niemand so gerne mag, da wir alle auch ein bisschen unser Ego haben. Ne? Aber die Thais mögen das noch weniger. Ne? Macht bitte eins nicht, wenn ihr irgendwie in einer Gesellschaft seid mit Thailändern und da sagt irgendeiner was Falsches, korrigiert ihn nicht. Ne? Das mögen die gar nicht so, so eine Art, auch wenn ihr vielleicht recht habt, ne, behaltet es bei euch oder vielleicht, wenn ihr privat mit den Menschen seid, dann kann man das vernünftig sagen, aber macht das nicht vor anderen Leuten. Das kann sein, dass der Thai, auch wenn ihr euch super verstanden habt, wahrscheinlich mit euch dann ein paar Monate nicht mehr redet oder vielleicht auch für immer. Fear. Correct. Fear. Merci. Yeah. Kleiderordnung. Dresscode. Some places have your dress code, ne? You yes. cannot wear everything. Very famous, the people know, go in a temple. Yes, ne? You have more clothes to wear. Go in a temple, wenn ihr in den Tempel geht, ihr könnt, es ist wichtig, dass man halt die Schultern und möglichst auch, ich meine, ich sehe das bei manchen einheimischen Thais nicht, die haben manchmal auch kurze Hosen an, aber es ist eigentlich verlangt, dass man auch die Knie bedeckt. Ne? Aber man darf eines nicht vergessen, der Thai ist hier der Thai und wir sind halt die Phalanx, die Ausländer. Von uns wird das erwartet. Ne? Und es gibt auch wirklich Tempel in Bangkok, die wirklich für Touristen geöffnet sind, da werdet ihr gar nicht reingelassen. So. Also, und es gibt auch noch andere Orte. We have another place for dress code when you go to immigration, to government. Leute, die häufiger schon mal bei der Immigration waren, zur Visa-Verlängerung, kennen das. Da hängen so Schilder, you can see, you have to wear dress code. You cannot go with short pants or with tank top and so much more. Ne? Also das, bitte darauf achten, wenn ihr zu der Visa-Verlängerung geht. Vielleicht werdet ihr bei der Immigration reingelassen, aber ihr hinterlasst keinen guten Eindruck. One time, baby, I go immigration in Bangkok. And one foreigner girl, she wear short pants. Yeah. And the girl work for immigration. Police say, officer. Yes, they say, please come back, change your pants first, then you come again. Yeah. They say that. No, oh, okay. And have in the immigration Bangkok have show photo many from you. Many pictures and yeah. posters how yeah. you can wear. You, yeah. you have to wear like I put this in the video. Yeah, yes. Mm-hmm. Also, and one time I see that people say you must go back change this first. Yeah. Then you cannot contact more. You have to go back. Better you know it before, no? Yes. And wear a little bit yeah. polite dress. Yes, yes. Number six. Hook, correct? Okay. Ja, das ist natürlich im Ausland ein bisschen umstrittenes Thema. Hier in Thailand auch leicht. Das ist der thailändische König. Und da muss man aufpassen, was man sagt. Man sollte sich hier in Thailand, nie, besonders als Ausländer, negativ über den thailändischen König äußern oder die Königsfamilie. Here I say in Thailand, please, when you, especially foreigner, don't talk bad things about the king from Thailand. You can yes. go in jail, ne? Yes. Yes. Also es gibt hier, auch wenn man Schlechtes über den König behauptet in der Öffentlichkeit oder auch im Internet. Es gibt Majestätsbeleidigung und das wird wirklich bis zu 15 Jahre Haft hier in Thailand bestraft. Und ein thailändisches Gefängnis ist nicht so lustig wie ein deutsches. Und da gehören manchmal auch Dinge zu, wo man gar nicht drüber denkt, so Kleinigkeiten. Man geht vielleicht nicht für ins Gefängnis, aber man wird definitiv eine Geldstrafe bekommen, wenn man vielleicht unbeachtet, und das ist wirklich so hier in Thailand, eine Münze oder einen Geldschein fallen lässt. Und Achtung, Achtung, da ist der thailändische König abgebildet. Ein Foto des thailändischen Königs. Und man stoppt den mit dem Fuß. Man tritt quasi mit dem Schmutzigsten, was man hat, den Füßen, auf den Kopf des thailändischen Königs. Und glaubt mir, das ist kein Scherz. Steht da ein Regierungsbeamter oder ein Polizist daneben, eine saftige Geldstrafe bekommt ihr definitiv. Or something, ne? We like to go in the cinema and between promotion and the movie come one short movie, God Save the King. Ne? Das ist so, you can, also, stand and respect that ja, also es läuft in jedem Kino in Thailand und vor jedem Film zwischen der Werbung und dem Hauptfilm gibt es so ein
Werbefilm quasi ein für den Respekt des Königs läuft da ein Film über den König, der glaube ich eine Minute oder so. Und da steht das ganze Kino auf. Das darf in dem Fall auch nicht sitzen, quasi um den König Respekt zu zeigen. Und ich habe ein bisschen im Internet recherchiert. Es gibt auch Geschichten aus Bangkok. Eines findet man bei der Bangkok Post, wo dann auch Polizei, also sich privat den Film angeguckt hat. Da waren dann ein paar Jugendliche, die sind nicht aufgestanden und für die war dann der Film vorbei. Inwiefern die bestraft worden ist, wusste ich nicht. Aber wie gesagt, haltet euch so ein bisschen an die Spielregeln hier. Und gerade bei dem Thema, sehr, sehr sensibel, klar, ich weiß, im Ausland ist das so ein bisschen umstrittenes Thema. Und auch hier ein paar junge Leute sehen das umstritten, aber man darf auch nicht vergessen, hier der größte Teil der thailändischen Bevölkerung, egal ob es der alte König war oder der neue König, liebt den König. Und der wird hier verehrt an jeden Ecken. Man sieht das auch überall in Privathäusern, wie auch bei unserer Vermieterin, unsere Old Woman vor der Haus hier, many poster for the King Home, ne? Yes. Oh, and when you go in many shops. The most people in Thailand love the King here. Ne? Also darauf achten bitte. In einer Ecke Platz für den Buddhismus und auch fast überall dann immer, wie hier, den thailändischen König. Nummer 7. Gut. Ja, wieder nochmal doppelt schlechte Nachrichten hier für Raucher in Thailand. Das ist ja modern geworden in Deutschland. Da gibt es ja einmal die Geschichten, dass viele hier dieses Shisha mögen und viele rauchen ja auch gerne diese E-Zigaretten. Und manche wissen es nicht, aber es ist definitiv Fakt, seit 2014 ist der Besitz, der Konsum, sofern ich weiß auch, der Besitz, der Handel und die Einfuhr in Thailand von Elektrozigaretten, da gehört Shisha auch mit zu laut Gesetz, streng verboten. Und es gibt auch bei Bangkok Post einen Artikel, den man findet. Und zwar hat dann, das war auch ganz stark in den internationalen Nachrichten, da hat ein französischer Polizist, ein französischer Urlauber E-Zigarette geraucht in der Nähe eines Polizisten und der wurde dann gleich in Gewahrsam genommen. Das hat sogar so weit geführt, der wurde in Gewahrsam genommen, wurde inhaftiert, nach Bangkok gebracht und in sein eigenes Land abgeschoben. Ganz krasse Nummer. Also bei dem Thema Nummer 8. Ja, das ist eigentlich, die meisten wissen das hier, selbst die Urlauber. Wenn ihr irgendwo, vielleicht nicht in den Supermarkt, das ist Blödsinn, aber es gibt hier ganz kleine Geschäfte, wie zum Beispiel Massageshops. Und gerade wenn ihr bei Leuten irgendwie zu Hause eingeladen seid oder rein müsst in irgendein Haus, geht da auf keinen Fall mit Schuhe rein. Ich meine, das sieht man meistens schon, auch alleine vor diesen Massageshops. Wenn ihr am Eingang lauter Schuhe seht, dann wisst ihr da eigentlich schon, geht da nicht mit Schuhe rein. I say, here, what the old lady do when I go with shoes in the room? She not like that, she have to tell you. Ja. Please take off your shoes. Ja, also das macht nicht, dass da gucken dich die Leute nicht nur komisch an, sondern prügeln dich wahrscheinlich aus der eigenen Wohnung. Ne? Das gilt hier in Thailand als sehr, sehr unhöflich und auch sehr, sehr schmutzig und respektlos. Ah, no. Ah. Oh no, I cannot do that. I'm the man. You have to do it first. Sawadee krap. Okay. Sawadee krap. So, das ist der sogenannte Y. Das ist die Begrüßung. Das ist halt, wie gesagt, die Thais schütteln keine Hände. Und das ist eigentlich das, was man von den Menschen, die hier leben, und auch eigentlich von einem Ausländer verlangt, dass man das weiß, dass man sich so untereinander begrüßt. Ne, hier gibt es viele unterschiedliche Regeln. Die muss man vielleicht als Ausländer, der hier zu Urlaub macht, als Tourist nicht unbedingt wissen. Da reicht es aus, wenn man eigentlich so ein paar Basics weiß, dass man halt so einfach ganz normal die Hände quasi vor die Brust, so halb vom Kopf nimmt, so, und sich so nach vorne neigt mit den Schultern und dann sagt man als Mann Sawadee krap und als Frau, the Frau say, the woman say Sawadee ka.
Und es gibt da so ein paar Dinge, da sollte man schon drauf achten. Und das wurde auch in einem meiner Videos bemängelt, obwohl ich sagen muss, da bin ich auch ins Fitnessstudio reingegangen. Da saß die Besitzerin des Fitnessstudios hinter der Theke und es sah so aus, als gehe ich zu ihr hin und habe sie als erstes begrüßt. Und wie schon im letzten Video angesprochen, Thailand ist ein sehr hierarchisches Land. Hier gibt es zwar auf dem Blatt Papier eine Gleichberechtigung, aber nicht in der Realität. Alle sind unterschiedlich hoch oder unten, tief angesiedelt, gestellt. Wusste eben nicht, wie ich es anders ausdrücke. Und definitiv ist es so, dass der Mann viel, viel höher gestellt ist als die Frau. Und das ist so bei der Begrüßung, dass die Frau immer, immer als erstes grüßen muss. Und die Thailänder würden ein bisschen komisch gucken, besonders wenn du als Tourist ein junges Mädchen als erstes grüßt, dann würden die wahrscheinlich auch denken, komischer Verlangen oder da macht man keinen guten Eindruck mit. Zu meinem Video, da gab es ja das ein oder andere Kommentar, oh, das hast du verkehrt gemacht. Was man aber in meinem Video nicht unbedingt sieht, als wir reingekommen sind, hat die Besitzerin des Fitnessstudios, wo ich zum Kühlschrank gegangen bin, das schon als erstes zu mir gemacht. Das sieht man nicht in dem Video, deswegen, aber prinzipiell habt ihr definitiv recht. Dann gibt es noch ganz viele andere Regeln. In der Regel kann man schon sagen, dass immer der in Thailand von der Hierarchie höher gestellt ist, zu warten hat, bis der Niedriggestellte als erstes grüßt. Und da gibt es halt so ein System von höhergestellt ist natürlich, ganz, ganz oben ist natürlich der König, dann kommen irgendwelche Regierungsrespektspersonen und so weiter. Das muss man vielleicht nicht als Tourist alles wissen und ich lerne auch immer noch neue Dinge dazu, aber das ist natürlich ein Thema, was in so einem Video angesprochen gehört. 10. Nummer 10, korrekt. Ja, das ist nochmal eine ganz kleine Ergänzung zu dem Thema Hierarchie. Es gibt so bestimmte Dinge, die mache ich selbst wahrscheinlich noch falsch. Wie gesagt, hier in Thailand gibt es so eine bestimmte Hierarchie und das ist nicht nur das Grüßen untereinander, das ist auch das gegenseitige Verhalten. Ne? You're teaching me last, ne? We go down, downstairs. Und das war halt so eine Geschichte. Da sind wir nach unten gegangen und wir hatten noch mit der Vermieterin was zu klären. Das ist so eine ältere Dame hier und die hatte Besuch oder Gäste. Das war so ein älteres Pärchen, das saß so schräg neben mir auf der Bank. Und ich stellte mich in der Nähe der beiden und wartete auf unsere Vermieterin. Und meine bessere Hälfte ruft mich dann gleich so nach, hey, no. Ne? Sie sagte dann so nach dem Motto, komm da weg. Und ich dachte, ich wusste ja nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Ne? Das sind halt zwei ältere Menschen gewesen. Die sind in der Regel höher gestellt als ich, Respektspersonen. Und das ist ein Teil der Tabu. Man darf sich nicht, wenn die sitzen, in der Nähe hinstellen. Das ist halt ein Zeichen, ich bin was Besseres, ich stelle mich höher. Und das mögen die gar nicht. Das wusste ich in diesem Moment zum Beispiel gar nicht. Und ja, man lernt halt nie aus. Und es gibt halt bestimmte Sachen auch, wenn man hier zum Beispiel den König begegnet, oder das kennt man auch aus Tempel, zum Beispiel wenn einem buddhistischer Mönch begegnet, sollte man sich nie höher stellen. Ganz im Gegenteil, man sollte sich so ein bisschen kleiner machen, ducken, weil das ist respektlos und das wird auch von den Thais nicht gerne gesehen, wenn man das macht. Das gehört halt quasi zu diesen Spielregeln dazu, der Hierarchie und da sollte man schon definitiv, wenn man hier ein bisschen länger lebt oder langfristig lebt in Thailand, das sollte man beachten, wissen und auch respektieren. So many rules here in Thailand, oh mein Gott. Ne? Und da gibt es ja mal diesen klassischen Spruch, ach, das ist doch überall auf der Welt so. Tja, anhand dessen kann man ja auch sehen, dass das definitiv nicht viele Dinge sind, die überall auf der Welt so sind. Und das sind halt so wirklich Sachen, als Tourist, okay, ein klein wenig, gerade mit den Dingen, die bestraft werden und anders wie in Deutschland, wie man sieht. Es ist halt doch eine andere Welt, wie ich halt immer sage. Und das war so eine kleine Zusammenfassung von meinen Dingen, die ich so im Kopf habe, die man definitiv nicht hier, don't do that in Thailand. Ne? Yes, don't do that. Don't do that. Und falls ich aus eurer Sicht irgendwas vergessen habe, was sehr, sehr wichtig ist, was man hier definitiv auch nicht machen sollte, es gibt natürlich auch ein paar andere Regeln, aber das war so meine Top 10, packt das gerne unten in die Kommentare. Sehr, sehr gerne. Ansonsten
war es das von dieser Stelle. Wir wünschen euch einen schönen Samstag. Schönen Samstag. Schönen Sonntag. Samstag. Samstag. It's the day before. Und morgen gibt es wieder einen Livestream. Tomorrow we have a new Livestream. Yes. Wir freuen uns auf euch, auf wieder eine reichliche Beteiligung. Ihr seid ja immer Spitzenklasse. Und morgen wollen wir so ein bisschen über das Thema quatschen. Wir wohnen hier in Thailand, Apartment, Condo, Haus, mieten, kaufen. Wir wollen euch mit uns austauschen, wie ihr hier vielleicht lebt, wie teuer das alles ist und so weiter. Da freuen wir uns schon drauf und ja, wir machen uns noch einen schönen Tag. Wir wollen nachher noch so ein bisschen einen besonderen Ort besuchen. Das Video gibt es dann nächste Woche. Bis zum nächsten Mal auf dem Channel der Muskelzelle in Thailand. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Bye bye.